Yo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Ja Freunde, heute gibt es FC Sommer News Teil 3, aber heute nur mit einem Punkt, weil viele von euch haben sich auch gewünscht, dass wir mal nur über diesen Punkt reden. Die letzten Tage ist jetzt auch nicht mehr allzu viel passiert, deshalb denke ich, kann man in diesem Video auf jeden Fall über die dritte Sache reden, die den FC ja in diesem Sommer und wahrscheinlich auch noch weit darüber hinaus plagen wird, und zwar die Finanznot. DFL hat vor kurzem die Zahlen der ganzen Profiklubs in der ersten und zweiten Bundesliga veröffentlicht, und da wurde dann mal so halbwegs deutlich, was denn beim FC eigentlich abgeht. Erstmal würde ich sagen, gehen wir die Zahlen durch, und zwar hat der FC mit 18,3 Millionen Euro Verlust die vierthöchsten Zahlen in der ersten und zweiten Bundesliga. Es hat nur Dortmund, Hertha und Schalke mehr. Wobei, da kann man Schalke ausklammern, da Schalke halt einen Abstieg hatte und ein Abstieg halt immer teuer ist. Und meiner Meinung nach Hertha auch, denn Hertha hat mit Abstand auf einer anderen Wolke geschwebt und da Geld rausgehauen ohne Ende, wie ja jeder weiß. Deshalb FC leider in diesem Punkt ganz vorne mit dabei. Und man konnte zwar die Summe ein bisschen senken. Im Vorjahr waren es 24,6 Millionen. Dabei muss man aber sagen, dass in diesem Jahr ja noch viel mehr vermehrt Geisterspiele waren und man dadurch halt einfach natürlich noch weniger Geld bekommen hat. Und man hat einen Etat von 76,3 Millionen jetzt zur Verfügung. Im Vergleich, Freiburg und Union haben zum Beispiel weniger. Union hat zum Beispiel im Vorjahr die Conference League mit einem Etat von 40 Millionen sogar geschafft, was ja zeigt, dass man auch mit wenig Geld erfolgreich sein kann, was ja unbestritten ist, was die Aufgabe aber natürlich nicht leichter macht. Und 18,3 Millionen ist schon viel, erklärt dann auch, warum man einen zweistelligen Millionenbetrag einnehmen muss. Ich denke, man kann wahrscheinlich ein paar Millionen davon dann irgendwie noch anders decken. Man hat es ja schon um 6 Millionen, gut 6 Millionen gesenkt vom Vorjahr. Ich denke, dass man halt ein bisschen Geld auch wieder so drücken kann, aber man muss halt diese zweistellige Millionenablöse einnehmen, um dann halt den Verlust dann irgendwie auszugleichen, kompensieren, nennt es wie es wollt. Und deshalb ist halt auch nicht so viel Geld für Neuzugänge da. Ich meine, ich verstehe zu 100% eure Kommentare, und das sehe ich im Endeffekt auch so, als ob nicht mal 500.000 bis 1 Million für irgendeinen Spieler drin ist. Also das sollte natürlich drin sein. Allerdings muss ich ehrlich sagen, bei den Preisen, die es heutzutage gibt, wirst du halt auch kaum für 1,5 Millionen schon einen Spieler bekommen, wo du halt auf Anhieb sagst, ja, der wird dir safe 100% weiterhelfen. Natürlich kann immer mal wieder ein Spieler einschlagen, mal wieder nicht. Weiß keiner von uns. Es gibt immer Spieler, die beim Club A nicht einschlagen, bei Club B sofort funktionieren. Sowas gibt es im Fußball immer. Da fließen ja auch noch andere Faktoren mit ein, wie sehr fühlt sich der Spieler wohl und wie sehr passt er auch zur Mannschaft und zum Spielsystem. Ja, und da muss halt einfach die Griffe beim FC dieses Jahr sitzen, denn wenn man da halt falsch liegt und dann wieder Minus macht, dann kann das halt für die nächsten Jahre in jedem Fall sehr gefährlich werden. Denn wenn du halt mit solchen Finanzen dann irgendwann wieder absteigst, sieht man ja dann bei Schalke, die ja noch mehr Verlust machen wie wir, ja, dann geht das nochmal in ganz andere Bahnen und Atmosphären. Und da muss der Verein in jedem Fall sehr, sehr, sehr aufpassen. Ich denke, viele sagen auch immer, ja, wie kann es sein, dass der FC so wenig Geld hat? Die haben doch immer das Stadion voll und die haben doch so viele Fans. Ja, absolut. Nur ihr müsst euch halt drei Dinge bedenken. Wir haben nach Hertha die höchste Stadionmiete der Bundesliga, was halt bezahlt wird, weil, habe ich ja auch schon mal ein Video dazu gemacht, die Stadt Köln jetzt nicht gerade hinter dem FC steht. Sagen wir es diesmal mal ganz nett, ohne dass ich wieder beleidigend werde. Und man hat es halt in den vergangenen Jahren mit einigen Sportdirektoren sehr, sehr viel Misswirtschaft betrieben. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele,
Können wir ganz vorne anfangen bei Jörg Schmadtke. Jörg Schmadtke hat, ja, oder steht eigentlich schon immer, finde ich, dafür, dass er einen Verein, der wenig hat, hochbringen kann. Aber sobald er Geld hat, ist er immer gescheitert. Sei es in Aachen damals so mit dem Stadionbau, wo es dann runterging. In Hannover war es so, beim FC war es so. Und jetzt ist aber Wolfsburg, okay, da hat er von Anfang an Geld, aber ihr seht's ja, die sind halt auch nicht erfolgreich, so für das, was der Kader von denen halt eigentlich hergibt. So, und da wurde halt viel Misswirtschaft betrieben. Man hat einen Cordoba viel zu überteuert geholt für 17 Millionen Euro. Da lachen die Mainzer auch heute noch drüber. Natürlich, ich habe Cordoba auch gefeiert, er ist dann im zweiten Jahr auch eingeschlagen. Trotz allem war der Mann niemals so viel Geld wert. Und da hat man dann halt wirklich damals das Geld, was man für Modest bekommen hat, so rausgepfeffert. Einen Jannis Horn für 7 Millionen, also. Und das Ganze ging ja auch weiter. So, es ging ja auch einfach weiter, wo Horst Held dann kam. Du hast eine ganze Saison einen Trainer durchgeschleppt, der nicht tragbar war. Dann hast du einen Anderson geholt, der halt in dem Zeitpunkt zumindest Sportinvalide war, gefühlt. Ja, und einfach auch Verträge abgeschlossen. Armin Fee war zwischendurch da, der für mich auch heute, wenn er irgendwo im TV beim Doppelpass oder so ist, immer der Typ ist, der immer alles weiß und immer jeden kritisieren kann und immer jeden sagen kann, aber das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Ja, Junge, du bist selber überall gescheitert. So, außer damals bei Stuttgart, wo du einmal Meister geworden bist. Aber das ist schon länger her, wie ich lebe, gefühlt, übertrieben gesagt. Und das waren halt einfach Leute, die am Werk waren, die einfach Geld verbrannt haben und dann zusätzlich auch Verträge abgeschlossen haben, wo der Verein halt heute noch drunter leidet. Also, tut mir bitte einen Gefallen, wie kann ein Timo Horn 2,5 bis 3 Millionen Euro verdienen? Also tut mir wirklich leid. Und ja, er war Stammspieler über Jahre beim FC. Und ja, er ist ein Kölscher Jung, ist alles schön und gut. Aber Timo Horn war faktisch noch nie ein richtig guter Bundesliga-Torwart. Und er verdient wahrscheinlich mit diesen 2,5 bis 3 Millionen mehr Geld wie die meisten anderen Bundesliga-Torhüter. Vielleicht ist nicht so Top-Torhüter, ja, wie Neuer natürlich oder Sommer oder sowas. Aber glaubt mir, er ist schon sehr gut dabei mit dem Gehalt. Und als erster FC Köln solche Verträge überhaupt schon mal abgeschlossen zu haben, ja, bringt dich dann halt irgendwann in die Situation, dass du halt Geldprobleme hast mit den ganzen anderen Baustellen, die du hast. Du kommst nicht weiter in Bezug mit Geisbockheim. Du bezahlst viel zu viel für das Stadion. Du hast hochdotierte Verträge. Du hattest teilweise 35 bis 40 Spieler unter Vertrag, wo kann ich mich auch noch dran erinnern, wo wir da unbedingt zwangsläufig ausmisten mussten. Und da weiß man ja auch nicht bei jedem Spieler, der damals gegangen ist, ja, hast du den einfach wegbekommen, das war's. Ich schwöre es euch, 100%, der FC hat auch irgendwo mit ganz hoher Sicherheit auch noch bei einigen Spielern teilweise weiter Gehalt bezahlt, damit die halt weg waren, damit du wenigstens ein bisschen Geld einsparen konntest. Und das waren alles Vertragsgefüge, Transfers und Misswirtschaften von Sportdirektoren, von Managern, die wir halt in den letzten Jahren getragen haben. Und man kann ja noch weitergehen als Schmadtke. Herr Meier zum Beispiel, erst Dortmund runtergewirtschaftet, dann den FC. Also klar kann man jetzt sagen, ja, aber der und der hat das und das und das richtig gemacht. Ja, aber unterm Strich steht trotzdem eine Situation, die jetzt heute da ist, die man bewältigen muss. Und ich verstehe jeden FC-Fan, der sagt, boah, wenn wir uns da kaputt sparen, dann werden wir jetzt wieder gegen Abstieg spielen und vielleicht steigen wir sogar ab und ich bin null überzeugt von der Keller und so. Ja, ich find's auch alles nicht geil, aber wenn der Verein das sagt und diesen Weg gehen will, dann steht man halt dahinter so als Fan. So, natürlich kann man es halt nicht gut finden, aber wenn man halt von Herzen Fan von einem Club ist, dann geht man halt diesen Weg mit und ich hoffe, dass wir echt diese innovativen Lösungen finden, die der Herr Keller gesagt hat und dass wir halt auch wirklich eine Mannschaft hinbekommen, die halt auch wirklich genug Potenzial hat, zumindest souverän die Klasse zu halten. Ich denke, dass wir uns alle einig sind, dass wir die vergangene Saison mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht wiederholen werden. Und das nicht nur wegen dem Abgang von Özcan und dem drohenden Abgang von Skiri, sondern irgendwo halt letztlich auch weil du halt dann diese Dreifachbelastung hast und dann halt auch erstmal gucken musst, wie kriegst du das quasi hin,
mit dem Spielermaterial, was du hast, die Dreifachbelastung, hoffentlich hast du nicht allzu viele Verletzte. Das sind ja alles Sachen, die man halt alles irgendwo auf dem Schirm haben muss, leider. Und ja, ich versuche trotzdem positiv zu bleiben. Wenn wir dann jetzt in der kommenden Saison eben diesen genannten 12. Platz schaffen, sage ich persönlich, haben wir doch wieder viel richtig gemacht. Einzige Frage, die ich mir halt echt noch stelle, vor Wochen sagte Baumgart, wir sind schon mit sehr vielen Spielern sehr weit, hatte Taubi beispielsweise in seinem Video auch genannt, wo ich mich dann auch jetzt heute frage, gut, okay, die Saison ist jetzt praktisch 3 Wochen vorbei und wir haben halt Lindenmeier verpflichtet und ja, man sagt halt gefühlt immer, Hussein Basic wird die nächsten Tage bekannt gegeben. Ja gut, aber auch das sagt man jetzt schon seit 1,5 Wochen und ja, man wartet und wartet und liest jeden Tag und hofft, dass irgendwas passiert. Und bisher ist halt mehr auf der Abgabeseite passiert. Jetzt natürlich auch nicht sehr viel, aber Özcan und Ubus, immerhin 2 Transfers und man hört bezüglich Abgänge bei Skiri und so immer wieder Gerüchte. Ja, und bei Zugängen, ja, keine Ahnung, schleift sich das irgendwie so durch die Zeit und irgendwie kommt dann nichts, wo man sich dann denkt, ja, jetzt haben wir halt eben einen Spieler am Start, der uns auf jeden Fall direkt weiterhilft. Keine Ahnung von. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, echt mit das schwerste Transferfenster, mit die schwerste Finanzsituation, die der Verein hat. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir jetzt die Chance ergreifen, die Playoffs schaffen und in die Conference League einziehen und im besten Fall zumindest das Achtelfinale oder so da kommen, dass wir zumindest ein paar Millionchen abstauben, denn die Gruppenphase, das Geld, was man da bekommt, das löst sich quasi mit Reisen etc. alles wieder auf. Deswegen, ja, müssen wir mal schauen, Freunde, was der Herr Kenner daraus macht. Ich denke, man kann seine Arbeit letztendlich erst so in einem halben Jahr beurteilen, wenn du halt siehst, wie die Hinrunde gelaufen ist, wenn du siehst, wie die Spieler, die er geholt hat, funktionieren und wenn du dann halt auch mal wieder irgendwas bezüglich Zahlen hörst, ob sich da halt irgendwie irgendwas bessert. Ja, was auch noch meine Frage ist, was ich mich halt auch irgendwo frage, unser Präsidium ist damals angetreten mit dem 5-Jahres-Plan. Ein Punkt dieses 5-Jahres-Plans war es, dass wir innerhalb dieser 5 Jahre den Kaderwert der Mannschaft verdoppeln. Ja, also das halte ich spätestens jetzt für komplett unmöglich, denn ja, wenn du jetzt auch noch Skiri abgibst, dann hast du halt deinen Spieler mit dem höchsten Marktwert verloren und du wirst dann halt maximal die Hälfte der Ablöse, die du für ihn bekommen hast, dann wieder in neue Spieler investieren können. Und dann hast du faktisch mal wieder ein paar Millionen deines Kaderwertes verloren. Da bin ich auch sehr gespannt, wie man das machen will. Ich persönlich halte es aber, wie gesagt, für utopisch und das wird man nicht hinbekommen. Ich glaube, das Wichtigste, was man hinbekommen sollte, ist einfach, dass man einen vernünftigen Kader zusammenstellt mit den wenigen Möglichkeiten, die man hat, um dann in der nächsten Saison ja, hoffentlich die Klasse zu halten und nicht zu sehr zu zittern. Ich glaube, sowas wie Relegation, das möchte eben keiner mehr. Ja, Freunde, dann würde ich mich freuen, wenn ihr eure Meinung unten in den Kommentaren da lasst, wenn ihr mir sagt, was ihr von der Situation haltet, ob ihr euch auffragt, können wir nicht den einen oder anderen Spieler trotzdem irgendwie holen. Glaubt ihr, man wird vielleicht wieder vermehrt auf Laien gehen, was für mich aber halt kein Pfand für die Zukunft ist. Das ist immer nur eine Lösung für den Moment, aber keine, die dich auf lange Sicht weiterbringt, zumindest wenn sie ohne Kaufoption sind. Ja, und was glaubt ihr, was an Transfers noch möglich ist? Glaubt ihr wirklich, dass wir im absoluten Minimum fahren müssen? Und wie schwer glaubt ihr, wird die Saison? Lasst es mich auf jeden Fall alles sehr gerne wissen. Schreibt es unten rein. Ich würde mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Was auch immer ich mache, wieder, Freunde. Euer Fabio ist raus. Haut da rein und ciao.